Hallihallo und willkommen zu meinem neuesten Let's Test. Wir testen heute nämlich mal Rift an und gucken uns dieses MMORPG, welches einen umfangreichen dynamischen Content verspricht, mal genauer an. Ja, man sieht hier direkt, man kann direkt eine von zwei Fraktionen wählen. Wir haben hier einmal die Wächter und einmal die Skeptiker. Da ich eigentlich ein chronischer, guter Spieler bin, wähle ich hier einfach mal die Wächter. Da kommen wir hier auch direkt weiter zur Klassen- oder beziehungsweise Charaktererstellung. Wir haben die Mathusianer. Einmal in männlich und einmal in weiblich. Dann gibt es hier die Hochelfen, auch wieder männlich und weiblich. Und die Zwergen in männlich und in weiblich. Ja, ich werde einfach mal einen Elfen erstellen. Ihr hört vielleicht, ich bin ein bisschen verschnupft, also jetzt nicht wundern, wenn es mal kurze Pausen gibt hier im Reden. Ja, wir können Träger, Kleriker, Schurke oder Magier werden. Ja, ich selber bin eigentlich gerne ein heilender Spieler. Und denke deshalb, dass ich mal den Kleriker wählen werde. Einfach für unseren Test. Hier. Okay. Okay. Man kann hier jetzt nochmal eine Spezifikation im Kleriker wählen. Ob man ein Flammenhüter werden möchte, eine Engelswache, ein Donnerer oder ein Schlichter. Das ist also, da hat man nochmal eine Möglichkeit, quasi die Klasse weiter zu spezifizieren. Der Flammenhüter, ein heilender Kleriker, der die Kräfte des Feuers und des Lebens nutzt, um Verbündete zu erleben und zu beschützen. Naja, da der Test wohl eher ein Singleplayer-Test wird, werde ich wohl nicht unbedingt als Heiler losziehen. Die Engelswache. Ein defensiver Kleriker, der durch seinen Glauben Verbündete von schweren Angriffen abschirmt und kleinere Wunden verarzten kann. Hört sich nicht schlecht an, ist aber auch, denke ich mal, für einen Singleplayer-Test nicht so gut geeignet. Dann haben wir jetzt noch den Donnerer, ein offensiver Kleriker, der in die Schlacht schreitet und Feinde mit der Urgewalt eines Sturms dahinrafft. Gut. Und der Schlichter, ein offensiver Kleriker, der über allen anderen richtet, indem er Leben und Tod vereint und Feinde außer Distanz vernichtet. Ich glaube, das passt am ehesten zu dem, was ich so jetzt spielen möchte. Oh, jetzt fühle ich mich einen Moment überfordert. Also wir haben hier wirklich eine Fülle an Anpassungsmöglichkeiten. Erstmal die Basisfarbe der Haare beeinflussen, gucken wir mal. Dann die Strähnenfarbe. Ja, machen wir mal so. Welche Haare wollen wir denn haben? Gucken wir mal durch. Ja. Ja, die sehen eigentlich ganz akzeptabel aus. Was kann man hier machen? Gesichtsform. Ah, okay. Ja, ich denke, so wird es gut sein. Merkmale. Okay, das sind solche Sachen. Ich denke mal, da werden wir mal bei den Standard bleiben. Augenfarbe. Oh, da gibt es aber auch sehr viele Möglichkeiten. Das ist schon ziemlich interessant hier. Ja, machen wir so eine Körperfarbe. Markierung, ja, ich stehe eher nicht so auf diese ganzen Tattoo-Sachen. Gucken wir mal, ob es irgendwie auch eine Nicht-Markierung gibt, aber anscheinend. Ah, doch, hier ist sie. Gut. Größe. Ja, groß lassen wir. Skalieren. Ah, okay, hier kann man die Größe der Augen nochmal bestimmen. Rotation. Ja, dann nach oben drehen. Augenbrauen. Ja, lassen wir das so. Die Nase. Ja, so. Die Neigung der Nase sogar. Ja, gut, so. Mund. Ja, lassen wir aber so. Und die Ohren. Ja, da würde ich schon noch gerne was ändern. Nee, auf keinen Fall. Nicht so, sondern so ein bisschen. Dann sieht das auch wie ein richtiger Elf aus. Gucken wir mal. Gott, der Name. Ah, okay, der Name wurde noch nicht belegt. Hätte mich jetzt aber auch gewundert.
Okay, dann mit darf man in die Welt von Telara. So, da wären wir jetzt auch schon wieder. Ich weiß nicht, ob ihr hier den Ton hättet. Es kann sein, dass ich den Ton im Nachhinein noch reinschneiden muss. Ich habe nämlich mal das Aufnahmeprogramm gewechselt, da mir Fraps doch ziemlich stark immer die FPS runtergezogen hatte in den Spielen. Und deshalb probiere ich jetzt mal gerade ein anderes Programm aus. Ja, müssen wir mal gucken, wie das so läuft. Also, wenn da die ganzen In-Game-Sounds nicht aufgenommen werden, dann müsste ich mir doch mal überlegen, ob ich nicht doch wieder auf Fraps zurückkomme. Jo, jetzt kann es so langsam, könnte es mal losgehen. 93%. Aber wie immer ist es ja so, die letzten Prozente brauchen am längsten. Kennen wir doch alle. Und da sind wir auch schon. Okay. Ja, die ganzen Standardbewegungen, drehen, Kamera und so. Machen wir mal zu. So. Boten der Vigilie. Ja, erster Eindruck erstmal zur Grafik. Man sieht hier schon ziemlich interessant gestaltet mit den Schatteneffekten, dass hier aus der Mitte ein Licht kommt und so. Das kann man schon mal als ziemlich positiv anmerken. Und dann sprechen wir mal mit dem Boten der Vigilie. Ja. Wie redet man denn hier? Normalerweise müsste ich doch rangehen und doppelklicken, oder nicht? Ach, rechtsklick, okay. Okay, die Göttin der Vigilie brachte selber dran. Dein Körper. Ja, okay, nehmen wir mal die Quest an. Jetzt müssen wir mit einer Wache reden. Gehen wir also mal los. Also es kann mal sein, dass hier ein paar kleine FPS-Einbrüche kommen. Das hat dann das Aufnahmeprogramm zu verschulden mitunter, beziehungsweise auch teilweise mein PC. Also das ist jetzt nicht der absolute Top-High-End-Gamer-PC. Sieht man vielleicht auch daran, dass ich hier, ich sag mal, auf relativ niedrigen Einstellungen spiele. Ich hoffe, ihr werdet dann trotzdem euren Spaß an diesem Let's-Test haben. Ich meine, um einen ersten Einblick in so ein Spiel zu bekommen, reicht das ja meistens allemal immer aus. Und ja, es wird halt wie immer auch einen ausführlichen Testbericht auf pokeworld.de.to geben und dort werdet ihr dann auch euren was beim Lesen haben, hoffe ich mal. Ja, jetzt nehmen wir mal hier, sprechen wir mit dem und beenden die erste Quest. Ja, okay, wir müssen außerhalb der Freistadt mit der nächsten Person reden. Also die ganz normalen, ich sag mal 0815 Quests, wo man von Person zu Person geschickt wird. Aber wir wollen ja jetzt noch nicht alles negativ anwerten, sondern einfach mal ein bisschen positiv an die Sachen rangehen. Und man sieht jetzt schon, die Welt scheint ziemlich im Chaos zu sein. Hier fliegen überall schon so, ich sag mal Gesteinsbrocken oder so, was auch immer das sein soll, durch die Gegend. Man wird sehen, wie interessant sich das noch alles auswirken wird und ob es vielleicht wirklich ein bisschen dynamischer ist oder ob es doch alles ziemlich statisch ist. Reden wir aber doch mal mit dir hier. Und beenden die Quest so. Und dann, wir sollen hier in der Nähe ein paar Aschgraube und Schmutzack töten.
Na gut, gucken wir mal. Das sind die hier bestimmt. Ja, genau. Okay, jetzt muss ich nur noch gucken, was ich hier für Zauber habe. Ich habe einen strafenden Blitz und Bedrängen. Okay, der Bedrängen ist ein Dot, sogar also ein Damage over Time, ein Dot und strafender Blitz ist ein Direktangriff. Gucken wir mal. Also es ist schon ziemlich gewöhnungsbedürftig, dass man hier die ganzen Sachen, die man in anderen Spielen mit Doppelklick macht, mit einem Rechtsklick auf einmal machen soll. Aber das ist, glaube ich, zu verschmerzen. Ist halt immer ein bisschen anders. Jedes Rollenspiel macht das ein ganz klein bisschen anders mit der, ich sag mal, mit den Einstellungen des Interfaces. Aber jetzt würde es mich wirklich mal interessieren, wie hoch ich denn die Grafik noch stellen kann. Und dann können wir auch gleichzeitig mal gucken, wie denn das Menü hier so insgesamt aufgebaut ist. Ja, es ist, glaube ich, relativ, ich sag mal, übersichtlich aufgebaut. Machen wir mal. Ach so, wenn ich das ändern würde, müsste ich einen Neustart machen. Darauf habe ich jetzt eher weniger Lust. Gucken wir mal weiter. Dann machen wir einfach mal ein bisschen die Quest hier. Und ich gebe vielleicht den einen oder anderen Kommentar, was ich so dabei denke, wenn wir hier so gerade spielen. Ich weiß ja nicht, aber ihr könnt gerne mal in die Kommentare von YouTube posten. Wie findet ihr denn so die Let's Tests, die ich mache? Was kann ich denn besser machen? Schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. Na gut. Und ja, Feedback. Ich bin über jegliches Feedback eigentlich froh, auch wenn es nicht unbedingt immer das Positivste ist. Ich kann auch mit kritischen Feedback umgehen. Das ist für mich kein großes Problem. Also, wenn ihr Tipps habt, nur her damit. Solange es nicht ein einziges Rumgeflame wird oder so, wo man nur versucht, hier die ganze Zeit auf mir rumzuhacken, ist es mir egal. Also, dort nehme ich wirklich alle Tipps gerne an. Hinterlasst doch einfach mal ein paar Kommentare auf YouTube. Und hier haben wir auch schon das erste Item bekommen, einen schwachen Heiltrank. Stufenaufstieg, auch gut. Ihr habt gerade die erste von vielen Stufen erreicht. Höhere Stufen bedeuten größere Kraft, robustere Gesundheit und bessere Werte. Darüber hinaus könnt ihr mit jeder neuen Stufe einen Seelenpunkt, den ihr investieren könnt, um neue Eigenschaften und Fähigkeiten im Seelenbaum freizuschalten. Öffnet den Seelenbaum über die Menüleiste oder durch Drücken von N. Also, ja, das ist der wunderschöne Seelenbaum von Rift. Das ist ein umfangreiches Feature, zumindest so wie ich es mitbekommen habe. Man kann hier nämlich eigentlich nie im Spiel alles erreichen, sondern muss sich halt sozusagen einen Weg zusammenbasteln. Wie das hier genau funktioniert, habe ich noch nicht so im Blick. Ich werde hier einfach, ich sag mal, jetzt gerade ein bisschen drauf losspielen. Jedoch habe ich mir sagen lassen, dass das ein unglaublichst umfangreiches System ist und dass das schon wahrscheinlich eines der größten Features von Rift ist und es auch wirklich wert macht, das zu spielen. Also da möchte ich das System auf keinen Fall schlecht reden, nur weil ich jetzt keine Lust habe, mich umfangreich einzudenken. Das ist wirklich etwas ziemlich Gutes. Jetzt muss ich kurz gucken, wo ich denn meine Fähigkeiten habe, damit ich die mal hier in die Leiste ziehen kann. Genau, hier Ketzerstrafen. Genau, das ist eine Mischung aus Sofortschaden und Damage over Time, also auch mal ein bisschen Abwechslung. Jetzt müssen wir ruchlose Ritter töten. Jede Menge Interaktionen, bla bla bla. Okay. Wie auch in anderen Rollenspielen im Grunde. Und da sind schon die verfluchten Ritter. So, jetzt haben wir die beiden Bots draufgeknallt. Jetzt müssen wir nur noch ein paar Strafenblitze draufhauen. Wunderbar. Was habe ich denn hier noch? Heilende Gischt und heilender Hauch. Ah, okay, damit kann ich mich heilen. Fliegt zum ausgewählten Bereich. Kann nicht im Kampf eingesetzt werden. Das könnte
könnte anscheinend sowas wie ein Rückruf sein, oder in anderen Spielen, womit man zur Stadt zurückkommt. Naja, gucken wir mal weiter. Kloppen wir noch ein paar ruchlose Ritter. Und man sieht, der Zauber Nummer 1 ist so ein typischer Spam-Skill, den kann man wirklich am laufenden Band zaubern. Da ist der Cooldown immer passend lang. Durchwirktes Schwert. Ach, die müssen wir auch sammeln. Okay, nehmen wir die mal mit. Na komm jetzt. Na bitte, geht doch. Und plündern wir mal mit. Und darum werden wir wohl anscheinend noch ein paar mehr brauchen. Ein Geist. Okay. Questtasche. Ja, okay. Das kann man vielleicht auch noch dann positiv anmerken, dass es eine spezielle Tasche für Quest-Items gibt. Nicht so wie in manch anderen Spielen, wo dann der komplette Rucksack voll gepackt ist mit Questteilen. So, gucken wir mal weiter. Also, hier noch ein Schwert. Ja, okay. Das Icon zeigt an, ob man gerade nah genug dran ist oder nicht. Ist also nicht so wie in einigen anderen Spielen, die ich mal gespielt habe, dass man automatisch in Reichweite geht, sondern hier muss man dann auch wirklich gucken, dass man selber in Reichweite geht. Kann man mögen oder nicht mögen. Deshalb werde ich wohl, glaube ich, da hier nicht unbedingt einen Abzug geben an das Spiel. Aber es ist halt auch eine der Sachen, die jeder dann individuell wissen sollte. Das ist ja dann der Vorteil vom Let's Test. Solche Sachen sieht man dann mal eher. Und ohne dass man sich selbst erstmal das Spiel runterladen muss oder so, denn ist ja heutzutage noch nicht jeder so eine super schnelle Leitung wie, ich sag mal, einige Glückliche, die vielleicht auch in der Stadt wohnen. Deshalb finde ich die Idee von Let's Plays und Let's Tests eigentlich generell immer super gut, wenn man sich insgesamt die Spiele halt einmal angucken kann, ohne vorher sich, ich sag mal, 30, 40 Gigabyte aus dem Netz zu ziehen. Na gut, 30, 40 sind, das ist vielleicht übertrieben, aber die Anzahl an Gigabyte sind, die die Spiele benötigen, steigt doch rapide an und die muss man sich ja auch irgendwann immer downloaden und hinterher, das hatte ich zumindest schon des Öfteren gehabt, merkt man, das Spiel ist wirklich der absolute Scheiß. Und von daher habe ich mir auch einfach mal das Ziel gesetzt, hier ein paar Let's Tests zu machen, damit man da mal auch, ja, damit ich auch anderen diese, ich sag mal, diesen Frust ersparen kann. So, jetzt habe ich die beiden Quests fertig. Jetzt muss ich noch gucken, wo ich hin muss. Hier gibt es eine schöne Karte, wie in jedem Rollenspiel, und anscheinend muss ich mit für beide Quests hier weiter den Hügel runter. Laufen wir mal ein bisschen runter. Naja, die Sprünge sehen hier jetzt, ich sag mal, teilweise noch ziemlich surreal aus. Aber na gut, nicht jedes Spiel ist perfekt, und ich glaube, ich habe noch kein perfektes Rollenspiel gefunden. Jedes Rollenspiel hat so kleinere Makel. Ich glaube, der lädt hier gerade noch die NPCs. Das liegt aber wahrscheinlich jetzt eher an meinem PC anstatt am Spiel. Ja, warten wir einen Moment. Oder gehen wir nochmal schnell ein paar Ritter kloppen. Das geht natürlich auch. Müssen wir erstmal hier in Reichweite gehen. Die Zauber waren rot gezaubert, weil wir zu weit weg waren. So. Und jetzt sind die NPCs auch geladen worden, also können wir mal ran und die Quests abgeben. Beenden wir die mal. Man sieht auch schon, dass die AP-Zahlen ziemlich schnell in die Höhe steigen. Ich weiß es jetzt nicht, ob man später nur noch mit Quests gut vorankommen kann oder ob man vielleicht auch, wenn man ein bisschen mehr Lust aufs Grinden hat, damit gut vorankommt. Aber ich habe wieder ein Level Up bekommen. Dann müssen wir nochmal bei unserem Seelenbaum vorbeigucken. Okay, Bewahrer, Inquisitor, Schildwache. Okay, hier wird es aber auch ein bisschen empfohlen, was man denn machen könnte. Okay, aber muss man sich immer alles empfehlen lassen? Ja, also ich werde jetzt erstmal das Empfohlene machen, aber jetzt wird es auf einmal das empfohlen. Okay, bin ich ja mal gespannt. Und okay, hier sind die verbleibenden Punkte und die verteilten Punkte sind dort angezeigt. Okay. Jetzt gucken wir mal weiter. Ja, ich glaube, an dieser Stelle kann ich das Let's Test
schon bald beenden. Ich glaube, ich habe schon einen ziemlich guten Eindruck gewonnen. Das Spiel ist grafisch, glaube ich, schon ziemlich gut gewonnen. Die Quests sind zumindest im Anfangsgebiet leider noch die 0815 Quests. Das Skill-System ist ein unglaublich umfangreiches und interessantes, welches man auf jeden Fall, ja, ich sag mal, behalten sollte. Und welches man auch, welches schon vielleicht auch wert wäre, und wäre, dieses Spiel zu spielen. Ja, man sieht, das Spiel ist auf jeden Fall ziemlich umfangreich und auch an vielen Stellen mit sehr vielen Details behaftet, die man vielleicht jetzt auf dieser niedrigeren Grafik nicht unbedingt sieht, aber wenn man schon allein das Spiel zum allerersten Mal startet, kommt man in ein wunderschönes Einführungsvideo, welches einem schon jede Menge Spaß bereitet. Also es ist schon so, dass das Spiel ziemlich viel Spaß mehr machen kann, denke ich, und es ist, glaube ich, schon zu empfehlen. Ja, ich sag mal, Minuspunkt gibt es allerhöchstens auch dafür, dass das Spiel jetzt nur bis Level 20, ich sag mal, Free-to-Play ist. Na gut, es ist ein umfangreiches Spiel, es ist ein schönes Spiel und so weiter. Aber ich selbst bin halt ein unglaublicher Fan von Free-to-Play-Spielen, die dann auch ruhig, ich sag mal, wenn sie es denn ursprünglich Abo-Spiele waren, auch ruhig ein paar härtere, ich sag mal, Einschränkungen haben dürfen. Aber das bleibt auch wieder jedem selbst überlassen, ob denn das Spiel nun ein Abo-Spiel sein soll oder ein Free-to-Play. Ich sage auf jeden Fall Tschüss und man sieht sich dann beim nächsten Let's Test. Bis dahin, viel Spaß beim Spielen.